This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video wollte ich mal erzählen, was bei mir im Moment so passiert, was sich da noch löst. Und zwar geht es um Aussprache, um klare Kommunikation und einfach seine Wahrheit zu sagen. So. Und vielleicht habt ihr selbst schon bemerkt, so in letzter Zeit, dass ich ziemlich viele Videos gemacht hatte. So. Das war vor dem Retreat. Und es ist einfach so, dass sich bei mir im Moment viel am Hals gelöst hat. So. Und ja, also so diese Hauptblockaden bei mir waren Hals und Hüfte. Und das sind eben so die Themen, ja, die ich auch noch zu bearbeiten habe und die sich immer mehr lösen. Und ich wollte einfach mal davon erzählen, so was ich jetzt zum Beispiel beim Hals so getan hat. So. Und ich finde, man kann das ja immer von allen Richtungen deuten. Also es ist völlig egal, ob man das von der Psychosomatik her deutet zum Beispiel, dass man schaut, was für Entsprechungen haben die was für Entsprechungen haben die Körperteile, wenn man es auf die Psyche bezieht. Also, was weiß ich, wenn man mal mit den Organen anfängt, so die Lunge steht für Freiheit, die Nieren vielleicht für Partnerschaft und so weiter. Und der Hals eben für die Dinge, die man nicht ausspricht, oder auch umgekehrt, wenn da was nicht in Balance ist mit dem Hals, dann geht es halt immer um das, dass man was nach außen gibt oder wie, oder dass man auch mal nichts nach außen gibt, so dass es einfach außer Balance ist. Und das habe ich eben auch bei mir gemerkt, und da waren auch noch, ja, Blockaden. Und was ich euch empfehlen kann, ist ein Vortrag von Bernd Senf euch mal anzuschauen. Das sind die Vorträge von Bernd Senf über Wilhelm Reich. Und Wilhelm Reich, der hat auch viel über Körperblockaden, wie man die löst, was man da machen kann, gesprochen. Und die Vorträge hatte ich mir zum Beispiel auch angeschaut. Und er beschreibt einfach auch, wie man die wirklich mal auf der Körperebene lösen kann. Schaut es euch einfach mal an, das ist sehr schön beschrieben. Ganz genau, es sind 10 Vorträge, jeweils 3 Stunden, glaube ich. Und ja, was sich bei mir so gelöst hat. Mir ist auch schwer gefallen, so dieses Video zu machen, so, weil da immer noch so was rauskommt. Ich weiß nicht, das ist wie, früher habe ich viel unterdrückt, hab nichts ausgesprochen, war sehr schüchtern. Und auch die Themen eben, die ich vorher jetzt, wo ich so viele Videos gemacht habe, das war einfach so das, was raus wollte, so was ich nie irgendwie mal ausgesprochen habe, so ganz offen und dazu gestanden habe, zu den Dingen, die ich mache, die ich tue. Und deswegen habe ich halt auch so Themen angesprochen wie Drogen, Geld und diese ganzen Sachen, wo man sonst auch nicht drüber spricht. Und das kommt jetzt so alles hoch. Und bei mir war es jetzt eben so, dass in letzter Zeit, in den letzten paar Wochen und immer parallel auch dazu, wenn ich solche Videos gemacht habe, wenn ich was ausgesprochen habe oder auch im direkten Umfeld, irgendwie privat oder so, dass dann immer Mandelsteine rausgekommen sind. So. Und Mandelsteine, das ist ja nichts anderes als, also alles ist im Prinzip Entgiftung, aber in Mandeln, das sind ja die Lymphknoten. Und ihr könnt euch mal Videos anschauen, gebt es einfach mal in die Suche ein auf YouTube, Mandelsteine ausdrücken, ja, findet ihr einige Videos zu, schaut euch das mal an, und die sind eben in letzter Zeit automatisch rausgekommen. So. Wenn das jetzt natürlich bei jemandem ständig passiert, dann ist es nur, weil er ständig nicht ausspricht, so was er macht, und ja, normal tut man ja immer wieder Gifte nachessen und so weiter. Und bei mir löst sich aber genau das gerade, was ich sonst nicht ausgesprochen habe, was ich sonst irgendwie unterdrückt habe und wozu ich nicht stehen konnte. Genau. Und ja,
Das Video ist eben auch so ein. So ein Thema, das mich noch betrifft, so das, was auslöst in mir. So. Und was ich eben machen möchte, in Zukunft klarere Aussagen machen, genau zu den Dingen stehen, die ich mache, das auszusprechen, was ich denke. Und ich denke, jeder hat die Wahrheit verdient, eben mit Mitgefühl wahrhaftig zu kommunizieren. Und das möchte ich immer mehr noch in meinen Alltag einbauen. So, ich habe das schon die ganze Zeit gemacht, aber jetzt kommt noch mehr davon und will da noch mehr dran arbeiten. Genauso wie solche Lückenfüllerwörter. So. In Videos benutze ich es nicht ganz so oft, aber so sage ich ziemlich oft, ich weiß nicht, sage ich ziemlich oft. Oder lauter solche, ja, Wörter, die einfach nur die Lücken füllen. Aber gerade die Lücken beim Reden finde ich so wichtig, weil da kann es im Gehirn erst verarbeitet werden, was gesagt wird. Und wenn man dann in solchen Sprechpausen zwischendrin was sagt, dann hört der Zuhörer nur auf das, was man eben sagt. Wenn ich in der Pause sage oder oder ich weiß nicht, dann geht es nicht so tief rein, so dann denkt er nur drüber nach und hört mir zu. Aber wenn ich diese Sprechpausen weglasse, und dann schafft es so viel mehr Klarheit, das Gesprochene kann so viel besser ankommen und es schafft für mich auch Klarheit. So. Diese Lückenfüllerwörter habe ich, denke ich, so viel, weil ich manchmal vielleicht so unklar bin in manchen Dingen oder mich nicht traue, sie eben richtig auszusprechen. Genau. Ja, das ist eben so, was sich bei mir am Hals gelöst hat. Und ich merke auch, wie es alles viel flexibler wird. Ich spüre richtig, wie das hier rauskommt. So. Und jedes Mal, wenn so ein Mandelstein rauskommt, spüre ich so. Und ich merke, wie sich das jetzt so reinigt und der Druck geht langsam weg. Es ist sowieso, man spürt mittlerweile so, also bei mir ist es wirklich so, dass man eigentlich jede Zelle vom Körper spürt. So. Ihr werdet es vielleicht selbst gemerkt haben, wenn ihr mehr Rohkost esst, wie viel mehr ihr euren Körper spürt, wie viel mehr man jede Zelle einfach spürt. So. Und ich spüre halt genau, wo sich was löst und wie. Und das ist nicht mehr irgendwie so eine Vermutung, sondern das ist, man spürt es genau, man kann in jeden Körperteil viel besser reinfühlen. Ich habe noch nie meinen Körper so gespürt wie jetzt. So. Und ja. Und deswegen waren es eben auch so viele Videos in letzter Zeit. Aber ich habe auch immer noch einige Themen aufgeschrieben. Und die möchte ich dann auch noch in nächster Zeit raushauen. Und dann ist es auch so, wir wollten dann schweigen eben mal hier im Dschungel in Thailand. 3 Tage mit Ramona, Nikolai und Kati. Genau, also sind wir zu viert. Und wollten dann wahrscheinlich so am 17. anfangen und dann 3 Tage mindestens schweigen. Da werde ich euch dann auch noch mal ein bisschen von erzählen, noch mal ein extra Video zu machen vorher. Und in der Zeit werde ich auch komplett nichts machen, so nichts schreiben, nichts, kein Internet, kein Buch lesen, nichts in der Zeit. So. Da freue ich mich auch drauf, genau. Und genau. Und was ich noch sagen wollte, so zu diesem Aussprechen, sich äußern, so zu diesem Thema. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, so. Aber es ist schon besser, die Achtsamkeit ist schon da und ich, ja, probiere da mehr Klarheit zu schaffen. Genau. Was ich auch sagen wollte, so in letzter Zeit, so gerade wenn ich so oft Videos mache, so, dann komme ich nicht mehr dazu, alle Kommentare einfach zu beantworten. Und ich freue mich über jeden Kommentar, so. Ich freue mich auch über die privaten Nachrichten oder E-Mails. Aber es ist halt so, dass ich einfach da nicht hinterherkomme, sonst hätte ich keinen, ja,
dann hätte ich kein eigenes Leben mehr. Und hier ist es eh so, dass ich nicht oft am Internet bin, weil hier am Bungalow, wo ich gerade bin, gibt es kein wirkliches Internet. Ja, das ist sehr schlecht, sehr langsam, wenn es überhaupt läuft so, was auch gar nicht schlimm ist. Dafür ist man mehr im Jetzt. Und ja, deswegen komme ich aber auch nicht so hinterher und einfach, weil immer mehr Leute schreiben. Und worum ich euch bitten würde, so wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, so schreibt einfach nur ein, zwei Fragen kurz oder so, dann beantworte ich die normalerweise auch meist sofort. Aber wenn dann irgendwie viele schreiben so ein, zwei Seiten Text und dann ist es halt so, dass das oft hinter den Tisch fällt, so, weil dann schaue ich vielleicht in die Nachrichten rein, habe aber gerade nicht so viel Zeit und dann beantworte ich es nicht gleich und dann wird es eben einfach zu viel so. Also wenn ihr Fragen stellt oder mich direkt anschreibt, dann fasst euch einfach kurz so, dann werdet ihr euch auch vielleicht selbst nochmal klarer, was ihr überhaupt fragen wollt. Und durch dieses Komprimieren merkt ihr schon so, was ist eigentlich die Kernaussage vielleicht, was ist euer Anliegen so und werdet euch dadurch selbst schon so viel klarer. Genau. Und ja, also seid mir nicht böse so, wenn ich nicht jeden Kommentar oder jede Nachricht beantworte, so, das ja, ist einfach zu viel. Aber schreibt trotzdem gerne Kommentare. Ich denke, es ist eh für jeden dieser Austausch einfach wichtig. So, ihr könnt euch auch gegenseitig unter dem Video dann die Fragen beantworten. Und ich beantworte trotzdem so viel ich kann und geht. So. Genau. Ja, aber das ist so im Moment, was eben so los ist. Und dieses Schweigen, das ist dann eben so dieser Gegenpol, so mal nichts zu sagen. Einfach das ins Gleichgewicht wieder zu bringen, so wann man was sagt, dass man wirklich wahrhaftig und mitfühlend so seine Wahrheit sagt und dazu stehen kann. Genau. Und das möchte ich immer mehr machen, immer klarer werden so. Und ja. Das war's in dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, kommentiert einfach unter dem Video und genau. Ansonsten schöne Grüße aus Thailand und macht's gut. Ciao.